Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber. Ja, auf meinem Kanal, ich bin der Mike, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich würde sagen, wir fahren gleich mal hier mit dem IC. Mit nach Herborn. Ja, kleine Informationen. In der ganzen letzten Woche ist ja kein Transportfieber Video erschienen. Ich weiß nicht, in der kommenden Woche wird wahrscheinlich auch keins so wirklich kommen. Da ich einfach momentan privat sehr viel um die Ohren habe. Deshalb alle die Videos, die noch kommen, sind vorhergehende Videos, die ich schon aufgenommen hatte. Ja. Ja, es gibt auch manchmal solche Zeiten, wo man einfach keine Zeit hat oder keine Zeit findet. Jetzt eben zur Zeit gerade. Obwohl ich natürlich sehr gerne Folgen aufnehmen würde, aber einfach ja, keine Zeit habe oder keine Zeit finde dafür. Gut, ich würde sagen, wir bauen hier heute mal noch eine weitere Zuglinie. Ich glaube, wir müssten ja auch diese Zuglinie mal noch verstärken. Aber wir gucken erstmal, wo hier noch weitere Zuglinien notwendig sind, weil die Zuglinien, die sind schon relativ überfüllt hier hinten. Und wie ihr seht, haben wir hier ja noch keine Zuglinie, die hier weiterführt. Also ich glaube es zumindest. Die Gleise hören hier eben auf. Hier hinten haben wir eben auch noch einen Bahnhof und der geht ja hier zu diesem Städtchen. Und ja, wir haben hier hinten noch eine Stadt, die Bebra. Da können wir eigentlich noch einen Bahnhof hinstellen. Ich würde sagen, den können wir hier eigentlich erschließen. Dass wir hier mal noch einen Bahnhof bauen. Könnte man sogar den hier nehmen. Guck jetzt aber gleich mal, was wir hier sonst noch haben. Den U-Bahnhof könnte man hier auch noch hinsetzen, der hat aber nicht eine große Länge. Von dem her würde ich hier mal bei dem hier bleiben, weil den können wir halt wirklich auf eine riesen Länge bauen. Aber wir machen hier mal 6 Gleise jetzt hin, weil ganz einfach, das wird ein größerer Bahnhof sein. Auf Durchfahrtsgleise verzichten wir im Moment noch. Bahnsteiglänge machen wir hier mal 850. Ja, ich muss es noch erwischen. Come on. Da haben wir das Teil schon. Ja, jetzt ist es noch in die falsche Richtung gebogen. Bitte in die andere Richtung. Ich möchte das Haupthäuschen schon auf der anderen Seite haben. Ja, wir können das da drüben hinsetzen, wenn es irgendwie geht, von der Terre her. Bin noch irgendwie schwierig. Brauche ich mal die Höhenlinie. Ja, das wird sehr, sehr schwierig. Das werde ich, glaube ich, hier hinkriegen. Hier ein bisschen Terraforming betreiben müssen. Oder hier den Bahnhof hinbekommen. Thank you.
So, wir gucken mal, ob es vielleicht jetzt geht. Wenn der Bahnhof möchte. Hallo? Reich mir den Bahnhof. Ja, auf der anderen Seite müssen wir ein bisschen erhöhen. Hier drüben. Moment, habe ich jetzt das. Oder habe ich jetzt das in die falsche Richtung gemacht? Hier ist es eigentlich schon höher. Ja, wir müssen hier eher noch weiter runter. Hier die Stärke vielleicht noch ein bisschen anpassen. Mal gucken, ob wir den da hineinkriegen. So, gucken wir. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren, hoffe ich. Na. Ja, jetzt geht's doch hier schon mal besser hin. Dann bauen wir den schon mal, dann können wir hier nämlich wieder das Ganze ein bisschen geraten hier. Was wir jetzt hier angestellt haben. Ja, das ganze Terraforming hier braucht halt ein bisschen Zeit. So, dann würde ich sagen, sieht eigentlich nicht mehr groß, was wir hier veranstaltet haben. Hier dieses Teil eingefügt haben. So. Gut, dann können wir ja eigentlich wieder auf Play gehen. Da brauchen wir hier nur noch eine Straße vor unserem Bahnhof. Jetzt ein bisschen zu weit oben. Das hier ist ja schon ein bisschen tiefer. Ja, jetzt geht das nämlich hier wieder nicht. Runter.
müssen so wahnsinnig viel wegnehmen. So, aber jetzt soll es in etwa gehen. So, ja, auch vernünftig eine Straße lang kriegen. Da unten Biegung. Um hier den ganzen Bahnhof schön geschmeidig anzuschließen. Aha, hier geht es wieder mit der Höhe nicht. Hat man doch nicht keinen so großen Höhenunterschied. Oh. Na, hallo. Hey! So, jetzt ging's. Irgendwie hat das Ganze jetzt ein bisschen gehakelt. So. Gut, ich glaube, so können wir es gebrauchen. Das mal hier mal so an. Wir hoffen, dass die dann hier noch ein bisschen bauen werden. Gut. Oberleitung haben wir hier. Jo. Hammer. Gut, dann gehen wir jetzt hin und sagen, wir machen 160er Gleise. Ich würde hier hinten glatt rausgehen. Vielleicht sogar in einen Tunnel. Rein. Einfach weil wir es können. Hier mal so schön parallel raus. Oh, es beginnt wieder zu regnen. So, dann hoffe ich, wir kriegen hier überall die Kreuzweichen hin. Ich mache die jetzt absichtlich alle im Tunnel drinnen. Ich denke, die gehen hier am ehesten. Ja, das funktioniert ja sehr schön. Gut, dann gehen wir mit den Gleisen mal nach da vorne. Hier unten haben wir es nämlich schon vorbereitet. Der Zug, der kommt momentan auf dem Gleis an. Das wollen wir ja auch haben, dass das weitergeht. Und zwar noch da oben. Gucken, wenn wir den hier anschließen. Die 160 haben wir ja eigentlich relativ gut. Den sogar auf das innere Gleis hängen hier.
Chiron. Nehmen wir hier einfach das zweite Gleis mit. Dass es hier weitergeht. Es ist schon fast mehr eine U-Bahn als eine Eisenbahnstrecke. Weil alles unterirdisch ist. Gut, hier hinten benötigen wir noch die Signälchen. Vorzugsweise setzen wir die auch wieder hier hin. Dann natürlich sogar noch hier vor der Einfahrt in den Bahnhof. Gut, Zufahrt müssten die eigentlich haben, weil sonst würde das eh nicht funktionieren. Wir brauchen hier mal die Zuglinie. Das wäre die 3. Gehen wir hier unten hin und zurück. Das Ganze macht er jetzt noch eingleisig. Ja, weil das, glaube ich, das nächste Gleis ist. Das heißt, wir wollen hier rüber natürlich. Da lang fahren. Und schieben den hier noch in die 2 rüber. Dann geht er hier wieder zurück zur 1. Müsste, glaube ich, auch stimmen. Jo, stimmt auch. Gut, dann haben wir jetzt noch eine längere Mitfahrgelegenheit dann. Bevor wir jetzt hier aber die Züge raufsetzen, in der nächsten Folge will ich dann hier noch die Infrastruktur für das Städtchen bauen. Das heißt, wir machen hier dann noch ein bisschen Nahverkehrsausbau für die Stadt. Das würde heißen, wir machen hier was mit Bussen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!